Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 17. Ich habe gerade extra nachgeguckt, das ist Folge Nummer 17. Und ja, puh, nach der heutigen Katastrophenaufnahme, so, wir haben einen Rinstreak von 1 und wir könnten jetzt noch eine Challenge spielen. Wir könnten stattdessen auch noch weiterspielen und wir könnten auch mal den Greed Mode spielen. Wir spielen mal den Greed Mode mit Fragezeichen. Okay, das ist... das wird gar nicht gut gehen. Oh nein. Okay, dieses Blue Baby hier, das mag uns. Das hat uns schon einmal Stress gemacht. Jetzt wird es nochmal Stress machen. Das war eine Qual. Ich habe gerade die Strapazen mit dir vergessen und jetzt kommst du wieder. Da könnte ein Schlüssel drin sein. Ja. Und so ein Schlüssel ist gar nicht mal... Das ist gar nicht mal... Oh, das ist alles nicht schlecht. Oh. Oh, ich glaube, ich weiß, wer Geld braucht. Wir brauchen Fettgeld. Soll ich die Krone mitnehmen? Schlüsselstibitzen und noch ein bisschen Bonusgeld haben für die nächste. Für den Itemraum. Weil so geil ist, das Matchbook gibt uns jetzt ein schwarzes Herz. Das ist die Sache. Und wir brauchen eigentlich Herzen. Puh. Ich nehme mal... Wir machen mal die Krone. So. Gut, wir haben 7 Stück. Okay, damit würden wir was Reduziertes kriegen. Das Steam Sale wäre auch echt hammer nice. Wir kaufen uns davon den Schlüssel und haben schon mal einen Bonus von 2. Oh, warum mit dem Blue Baby? Was soll das? Book of Revelation. Das ist hammer geil. Ja? So, wir machen Damage ist okay. Geschwindigkeit. Okay, gut. So, gerade die Strapazen vergessen. Und jetzt im Greed Mode. Gier, Geld. Oh, auch eine Sache. Die Mutter war gierig. Oder der Dad. Vielleicht hat der Vater ja Glücksspiel betrieben. Vielleicht hat die Mutter den. Oder hat der Vater die Mutter ja auch verlassen, weil die sich andauernd hier zanken. Kann doch sein. So, was steht hier unten? Da unten sind so ein paar kleine springenden. Oh nein, das ist nicht schön. Oh ja, ja, genau. Komm. Bloß die Sprengdinger da weg. Bloß die Sprengdinger weg. So. Oh, schön. Da ist fett Geld rausgekommen. So, zack, zack. Und hier den da unten noch einmal. Genau, die schießen nämlich. Oh, die schießen nämlich auch. Oh, die da schießen nämlich auch. Das ist ein schöner Run so zum Einsteigen. Ja, okay, der nächste kommt. Wir können uns schon Seelenherz bringen. Das ist ziemlich geil. Doch, das ist echt ziemlich geil für den Greed Mode. Ist das perfekt. Wir sind jetzt bei Runde 6, also 2 Runden kommen noch und wir müssen jetzt eigentlich hier unten nochmal ganz dringend aufräumen. Okay, gut. Kein Ding. Das schaffen wir. So, die Sache ist nur die nächste Runde. Die kann nämlich jetzt echt der Spielverderber werden. Also ein echter Spielverderber. Ich liebe das. Wenn man hier coole Items hat, dann kann man echt Spaß haben. Die Feuer-Kombi. Schick. Oh, wir haben so viel Geld. Wir könnten uns auch Batterien kaufen, notfalls, um Seelenherzen zu generieren, wenn im Shop gerade keine sind. Komm. So. Komm. Oh ja. Junge, das macht Spaß. Spaß. Also man muss im Greed Mode damit rechnen, dass man in der ersten Runde locker 6-mal getroffen wird. Außer man ist jetzt der ultimative Pro-Gamer oder man findet ein unglaublich geiles Damage ab oder so. Das passiert aber echt selten, tatsächlich. Und Greed Streaks. Würde glaube ich keiner machen, das kann echt nach hinten losgehen. Oh ja, das kann echt nach hinten losgehen. So, Bosse gibt es nämlich auch 2, man spielt quasi jede Layer immer mehrmals und hat dann halt seinen Spaß damit. Ich will das haben, auf jeden Fall, damit wir die ganzen Sachen hier aufmachen können. Die will ich eigentlich auch haben. Ich will das alles haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also Daddy Longleg brauche ich tatsächlich nicht so sehr. Das hier ist Hammer. Okay, wir sind langsam, aber wir können jetzt hier überall die Ohren kaputt machen. So. Es ist ja der Tiny Mushroom. Oh, ich bin extrem langsam, aber das wird schon. Es gibt hier genug
Dinge, die man noch aufsammeln kann. Und Daddy's Love? Oder doch lieber dann die Nonnenkutte. Dann wären wir auf jeden Fall sehr viel tankiger. Wir könnten auch mal gleich gucken, ob wir da reingehen. So, es ist Duke of Life und das ist schön. So, ein Space-Item haben wir auf jeden Fall. Es ist nur die Frage, was heißt ein Space-Item? Ein Shop-Item kommt auf jeden Fall schon mal zustande. Welches ist die Frage? So, welches? Oh, Mensch. Ich weiß nicht, ob ich es anhalten soll oder ob ich zwei schaffe. Soll ich anhalten? Man kann ja nämlich auf die Stacheln laufen, ein halbes Herzchen opfern oder sogar ein ganzes, um zu stoppen. Es ist nur Pin. Okay. Alles gut. Es sind auch Pins kleine Friends hier mit am Start. Oh, ich mache erstmal die kleinen Friends hier kaputt. So. Und die fliegen hier. Zack, zack. So. Okay. Da hat er mich tatsächlich getroffen. Ja. Ja, ein bisschen kontrollieren, bisschen Kontrolle hier ausüben. So, die großen fliegen hier, die schön von dem Platz weg. Und dann locken wir Pin mal. Es geht, das wird schwierig. So. So, gut. Wir kommen nicht voran, ne? Ich weiß, ich merk's. Haben wir ihn besiegt? Wir haben den Duke of Fleisch schon besiegt. Gut. Jetzt kommt noch Pin. Und wir haben nur ein halbes Herz verloren. Das ist tatsächlich eine Sache, die ist ziemlich in Ordnung. So, genau da ist er jetzt. Zack, zack, zack. Jetzt kommt er da wieder raus. Schön. Der Greed Mode, ich feiere den Greed Mode. Das ist so, wenn man geile Items will, man kann sich immer so viel aussuchen. Das ist so wie wenn man More Options und den D6 von Anfang an dabei hat. Gefühlt. Nicht wirklich. So. Schön. Jetzt können wir natürlich auch gucken und entscheiden, ob wir den Devil Deal wollen. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir auch unser Space Item richtig aufpowern. Oh, das ist geil. Das ist echt geil. Aber wir können das jetzt nicht machen, tatsächlich. Wenn wir auf unsere Gesundheit achten, sollten wir die Kutte mitnehmen. Das ist bei gerade dem hier. Oh, da kann ich die heilige Scheiße. Okay, es ist Lust. Okay, wir können aber gleich wieder einsetzen. So. Okay, wir haben es geschafft. So. So. Das Baby zuerst. Das Baby zuerst. Ich mein's ernst. Das ist mir immer. Das ist so schnell unterwegs, das kleine Ratzelfatzelding. Kleines Ratzelfatzelding. Kleines. Oh. Da war aber jemand, hat's eilig gehabt. Ich bewege mich auch nicht gerade geschickt. So. Den ersten, den schafft man eigentlich noch ganz gut. Meistens sind das entweder so zwei Sündengegner oder halt ein Sündengegner und sowas oder zwei normale Bossgegner, aber die schafft man ja generell. Mit Eves Damage, also mit Eves Tränen, Standard-Tränen würde ich jetzt nicht versuchen, weil die sind ein bisschen zu schwach. Also man macht den doppelten Schaden tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen. Man macht mit anderen Charakteren quasi den doppelten Schaden mit zwei Strichen und mit Eve halt dann den halben. Das heißt, es dauert im Prinzip tatsächlich doppelt so lange. The Chariot und The World. Ja. Okay. So, wir können den Raum hier riskieren, denn wir haben ja alles. Wir können auch nochmal das hier oben riskieren, uns den Schlüssel für die nächste Ebene holen. Hallo, Lena! So. Und jetzt genau gleich einmal weitergehen. Oh, da hat jemand Durst gehabt. Gut. So, es gibt hier keinen Boss Rush. Zum Glück. Oh,
Spiderbite, Infestation Shard und Tears Up. Gut, gut. Wir gucken mal, was das hier oben Schönes gibt. Es gibt ein Herz, es gibt 3, es gibt PhD. Oh, es gibt eine ganze Menge schöner Dinger. Aha, genau deswegen wollte ich Zombie. Deswegen. Weil hier oben dann immer so nochmal Bonusteile hinter Stein sind, tatsächlich. Und die kann man am besten so erreichen. Was man auch kriegen kann in den Dingern ist, ne, 50% Rabatt, den Steam Sale. Und das ist lohnend wert. So, ich möchte das $3-Bild tatsächlich nicht. Da fühle ich mich immer so, als würde man mir die Kontrolle nehmen. Das ist im Prinzip nur ein Silberherz und Herzen haben wir genug. Aber PhD. Finden wir Pillen? Nein, eigentlich finden wir keine Pillen. Tatsächlich nicht. So, wir gucken mal. Das ist auch noch Damage Up zusammen. Placebo-Pille. Das sind 4 Seelenherzen. Die kann man sich auch leisten oder wir sparen für die nächste Runde. So, ich will jetzt die Karte einsetzen. So. Oh ja. Coole Sache. Ich will die Karte echt einsetzen. Das wird gleich der Hammer, wenn wir hier einmal. Ich wünschte, ich könnte so leicht fliegen, dann wäre das nochmal. Gut. Vergesst das. Jetzt will ich die Karte nicht mehr. Okay, so gut war die Karte jetzt tatsächlich nicht. So, Book of Revelation setzen wir ein. Die Spinnenmaschinerie hier, die finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Die hier finde ich zum Beispiel viel, viel schlimmer. Ich mag die nicht. Da mag ich tatsächlich auch lieber Infestation Shot. Ja, komm. Da mag ich tatsächlich auch lieber die Spawner, die wir eben hatten. Okay, Fliegen. Bunte Fliegen. Bunte Gegnermischung sind auch ganz geil. Ja, überhaupt nicht. So. Das gibt aber Spinnen. So. Keine Sorge. Wir haben. Ich mache mir keine Sorgen. Wir sehen um die Herzen tatsächlich. Wir kommen gut durch. Und ein bisschen treffen lassen darf man sich echt. So, wir kriegen nämlich jetzt noch Abschluss der Runde. Nichts. Okay. Ja, achso. Ja, genau, genau, genau. Wollen wir diesen Kauf tätigen? Ich wollte, wir warten echt bis für die nächste. Da waren wir schon drin? Da waren wir schon? Nein, da waren wir noch nicht drin. Ui. Gut. Zack. So, einmal haben wir als Boss. Das ist ein Geschenk. Das ist ein ganz tolles, liebes, nettes Geschenk. Jetzt kenne ich gar nicht vom Gütmord. Dass man mal Dinge geschenkt kriegt. Zack, zack. Ah ja, Spinnen, die unterstützen schon. Die unterstützen tatsächlich. So, was, sowas nervt. Oh, ein, oh, der hat 4, der hat 4. Mhm. Da kommt jetzt die Revanche. Autsch. Komm, 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 weg, 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 weg. Oh. So, kein Ding. Wenn er uns nochmal trifft, können wir sowieso nochmal ein Stück benutzen. Oder wir kaufen uns das. Oder nein, wir haben genug. Wir müssen stärker werden, das ist wichtiger. Und lieber Batteriesachen kaufen. Dinge, die gut für die... Wir können nochmal ganz vorsichtig gucken, ob wir rerollen. Und sowas hier kaufen. Charged Baby. Droppt ab und zu. Komm mal. Oh ja, das ist auch gut. Und Squeezy ist gut. Gott. Das Geld haben wir jetzt leider nicht. Vielleicht kriegen wir ja noch Geld. Ach, das ist ja.
Die Autobatterie haben wir jetzt. So. So, so, so. Gut. Pistola hieß der, glaube ich, ne? Aber sieht auch aus wie irgendwas zusammengenähtes, wo Maden drin sind. Ich glaube, entweder hat Isaac seinen toten Bruder ausgegraben oder er hat den irgendwie im Leichenschau gesehen oder die haben den. Vielleicht war die Familie auch einfach arm. Vielleicht hat die Familie kein Geld. Ich weiß auch immer nicht, was das letzte Intro sollte. Also gut, Isaac ist in der Kiste verrottet. Er hat sich da versteckt, vor mir, aber nicht im Keller. Nein. Oh, cool. Charge Baby hat was verloren. Was ist das einfach so? Wahrscheinlich gibt es bestimmte Events, die das triggern können. Und Gegner killen ist eins davon. So, Krampus. Der Head von Krampus ist auch gut. Tatsächlich. Die schwarzen Herzen sind auch gut. Trollbombe ist nicht gut. Oh, wir haben PhD. Nein, wir haben PhD nicht. Aber es ist 48 Hours Energy. Ah. Und unser Item wirkt jetzt doppelt. Jetzt brauchen wir noch Quicker Charge und wir sind quasi unzerstörbar. Ich hätte trotzdem gern Squeezy für den Tears Up. Schlüssel haben wir. Wie viele Ebenen kommen noch? Es kommen jetzt noch die nächste und dann kommt noch eine. Okay. Die Karte da mit dem, das gibt auch AP ab. Sie ist auch ganz schick. Oh, wow, 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 wow. Oh, das ist schön, das ist schön. Doppelt effektives Space-Item. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Attack Fly und Speed. Ja, das ist nämlich, gut, das ist noch super. Ein bisschen Damage auch noch. Für Greed braucht man tatsächlich und irgendwie Splash Damage oder so wäre Hammer. Mask of Fame, Damage Reduction. Und jede Menge Leben. Da haben wir noch den. Da haben wir nur Müll. Tatsächlich. Nächste Ebene gibt es auch noch einen Shop. Komm, wir können da mal kurz reingucken. One makes you small, 48 hours energy. Okay. Wir können unglaublich viel Schaden nehmen. Ja, das ist was. Wir können viel Schaden nehmen. So. Sehr viel Schaden. Sehr. Wir haben jetzt, glaube ich, das sind 5 Stück. Das heißt, wir haben noch 10 Silberherzen rumliegen. Wer weiß, was noch alles kommt. Wir haben 12 Silberherzen auf Pedo. Ach komm, die erledigt mich einfach alles. Puh, da schummeln wir. Die killen nämlich jetzt hier als Brimstone-Viecher einfach alles weg. Und dann... Ich kann jetzt hier auch mal einsetzen. Ups, da habe ich ein bisschen zu weit oben gestanden. Okay. Das ist cool. Game Break. Greed Game Break. So. Jetzt hat der gute Freund hier für uns den ganzen Raum geklärt. Wir können im Prinzip nochmal benutzen. Unser Geld einsammeln. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man an dieser Greed-Bank da spendet. Ob das mega krass ist oder überhaupt nicht. So. Wir hätten dieses 48 Hours Energy mit in die nächste Ebene nehmen können. Wir hätten das mit, ach Gott, Mist, zum Boss nehmen können. Hätten wir echt machen können. Du bist aber fein hier. So, jetzt will ich aber in der nächsten Runde richtig geile Items kriegen, ja? Jetzt hier im Devil-Deal nachher auch.
Selbst der Devil Deal ist jetzt durch so ein extra Challenge-Ding erreichbar. Weil das viel zu schwer wäre anders. Och komm. Das ist unfair, das weißt du. Ich mag dich nicht. Ich mach keinen Schaden. Das ist ein bisschen. Ich finde das öde. Öde. Okay, da haben wir auch ordentlich reingeboxt. Oh, unser Batteriebaby, das macht fleißig Sachen. Coole Sache. Coole Sache. Überall liegen Batterien, wir sind. Mit der Kombi sind wir fast unsterblich. Brauchen wir echt nur sowas wie vor dir aus Energy und dann. Der Schnuller macht uns kleiner, ich glaube ein bisschen Tiers, ne? Aber wir sparen das Geld für bessere Sachen. Stark genug sind wir ja jetzt. Ja, für solche Gegner braucht man nämlich gute Sachen. Wow! Juhu! So. Ich habe mal versucht, ein bisschen mit der Fliege zu arbeiten. Die sehen echt schlimm aus. Vor allem die Superformen. Die normalen Formen sehen ja eher so süß aus, aber die Superformen, die sehen echt einfach nur krank aus. Richtig krank sogar. So, komm. Spinnenbaby. Tu deinen Job, Spinnenbaby. Oh, ist das witzig, dass es so hier so Toffix gibt, so Bomber-Challenge. man braucht 20 Minuten und ich bin... Ich hab ein Angel Team. Was? Womit hab ich den denn bedient? Oi, Geld. Weil wir es brauchen. So, waren wir überall. Tatsächlich. Ganz lustig, jetzt kommt die Womp-Ebene. Oh, die Womp-Ebene schon. Ich finde die Womp-Ebene ist die schlimmste Ebene. Ich mag diese nicht, das mir einfach nur, ich mag sie nicht. So. Wie krass wäre das, wenn man einen Double Steam Sale hier bekommt? Ist das im Bereich des Machbaren? Chocolate Milk. Das ist schön, ich mag Chocolate Milk. Fliegen wäre noch ganz geil. Ja, ja, genau. Alles schlimm. Total schlimm. So, das können wir jetzt auch einmal aufmachen. Schön, wir kriegen noch ein bisschen mehr Geld und einen Schlüssel. Das ist die Blue Map. Coal. Wir könnten tatsächlich an dir spielen. Könnten das tun. Jesus Juice sogar noch im Rabatt. Na. BBF. Your friends rule. Komm schon. Gib mir. Oh, das ist nur Müll, ne? The Sun. Powerpill. Fragezeichen. Bombsar Key. Gar nicht mal so schlimm. Wir gucken mal, ob wir ein Doubles. Ob wir. Nein, nicht ein Double, aber einen normalen Steam Cell. Das wäre schon geil. Okay. Komm. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Bist du? The Magician. The Sun. Auch geil. Power Pill. Auch geil. Nämlich Dings, die Power Pill benutzen. Nein, wir benutzen The Sun gleich. Ich glaube, The Sun macht auch ordentlich Damage. So, das. Der will. Balls of Steel. Der will noch nicht. Der will noch nicht. Jetzt aber. Super. Power Pill. Damage Range Up. The Magician. Und das hier. Okay. So.
Spaß! Ups, falsche Karte. So. 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 Mensch. Zack. 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 Oh. Nein, geh weg. So. Oh, ich bin ruhig. Ich bin schon wieder ruhig. Mann, ich vergesse immer, dass ich... Ich kann nicht vergessen, dass man drauf bleibt. Ja, irgendwie läuft das nicht ganz so, wie ich mir das geil vorstelle. So, genau. Da. Jetzt können wir die Bosse machen. Da haben wir Batterie. Unsere Batterie... Unsere Fliege muss doch jetzt richtig krass abgehen. Was? Okay, kein Ding. Ich hab genug. Danke. Ich hab genug. So. So. Zack. Oh. Genau, wir haben zwei. Ich dachte schon irgendwie. Oh. Oh. Nein, das wollte ich gar nicht einsammeln. Was passiert denn hier? Warum schlaft ihr plötzlich alle ein? Warum bin ich da reingerannt? So. So. Hehe, ja, ich dachte mir das schon. Du kleiner Schlingel, du. So, gut. Wieso stand der? Woran liegt das? Warum stand der? Habe ich irgendwas eingesammelt, was das macht? DWF? Ist das an der Fliege? Vielleicht. Gut, die Power Pill und die Magicka. Nein, wir wollen die Power Pill kurz. Ja, dem Bettler da oben will ich keinen Pfennig geben. Oh! Atlas! Okay, schön. So. Oh. Ja. Komm. Okay. So, wo bist du? Komm runter. Oh. Egal, wir haben's. Wir haben's ja. Ach, nicht schon wieder. Komm, das ist lame. Das ist lame. Lame. Ich bin zu schnell. Oh. So. Okay. Gut, geschafft. Ja, Mensch, wenn's sein muss. Meine Freunde rollen, ja, heißt das. Jetzt haben wir wenigstens auch noch Grund, Batterien einzusammeln. Das Magicken können wir ja mitnehmen. Ich hoffe mal, dass in der nächsten Runde schönere Dinge drin sind, tatsächlich. So. Ich glaube, in der Shop-Ebene ist nichts mehr, ne? Die kommt jetzt gleich. Noch einer. So, rein da. Und dann gucken wir. Ach bitte, es ist doch echt billig. Fehlt hier so Schutzbit drin. Ja, genau. Ach so. Wir brauchen noch mal ein. Ich weiß, jetzt stell dich nicht an. So, klack. Hast du hier was Schwarzes drin? Nein, hat er nicht. Gott.
Müll. Schön. Du könntest mir wenigstens eine Spitze geben. Never again. Das ist ein schönes Trinkgeld. Keine Space Items mehr, aber ich weiß nicht, ob das auch im Shot wirkt. Da ist, ich glaube, die macht auch noch ein bisschen Damage ab. Speed und Damage ab. Spam. Makes you larger. Schön. So. Komm, zack. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Tja, ich brauche keinen Schutzspeed ab. Ich brauche Damage. Meinetwegen auch Challenge. Hab ich nichts gegen. Hauptsache Damage. Polyphemus wäre geil. Ah, allgemein wären einige Dinge wirklich geil. So. Oh. Polyphemus wäre echt mega hammer geil. Oh. Ups. So, so. Ach, Gottchen. So. Woo! Schön. Zack. Na, wo haben wir sie? Ist es ein bisschen spät abends, falls ich zu ruhig bin? Entschuldigung. Nein, kein Schock. Ich entschuldige mich nicht. Für solche Sachen entschuldige ich mich nicht. Oh Mensch. Das. Ich sehe schon, wir werden Greed nicht schaffen. Wohl? Wir brauchen noch ein paar gute Items. Noch eine schöne Gameplay-Kombo oder so. So, das wollen wir. Oh, was machst du? Judgment. Ja, 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 ja. Klar, du chillst jetzt hier bei uns. Mensch. Auch nichts Prickelndes. Chaos ist geil. Ah, schön. Sind Magican. Und Strength. Jo, komm. Setzen wir Strength ein. Und sind noch ein bisschen stärker. Ja, weil wir es brauchen. Sehr brauchen wir es. Hallo Krampus! Es ist ein Fluch. Ein Fluch. Oh, ich kann dich auch nicht sehen, Krampus. Tschüss. Dann geh doch einfach. Geh einfach. Niemand muss dich auch gar nicht blicken lassen. Ich will an diesem Baby da oben spielen. Der kann mir sonst was weiß ich nicht was geben. Oh, oh ja. Was trifft mich denn hier? Ich sehe noch nichts. Das hier hat mich nicht getroffen. Unmöglich. So. 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 Komm. So. Na. Meine Kugel ist riesig. Die riesige Schokoladenkugel. Ein tiefer Sog voll Schoko. Ich hab doch gerade. Wie kann ich dich zweimal besiegen, Krampus? Bist du so aufmerksam? Geil. Hä? Ist es das? Das kannst du YouTuber lernen. Ah. Mensch, dieser Krampus will unbedingt berühmt werden, ne? Warum? Aber nichts machen. So, und jetzt gehen wir, ich würde mal sagen, oh, das ist auch eine coole Batterie. Ich glaube, man kann dann eine Doppel laden oder so, dann können wir doppelt geladen da reingehen. Stores Energy, yep. Ei, schick, schick. Ups, ups. Schön, Hundefutter. Oh, Mensch, ja, wir haben noch 10 Münzen, Schlüssel haben wir auch noch. Wir waren überall drin. Jetzt kommt die Chest-Ebene. Ja, die Chest-Ebene. Oh, der Shop.
cool. Was macht die Taube, dass wir fliegen können? Auf jeden Fall ist das der Contract. Und da ist eine Seelenherzmaschine. Damage up. Ich will Damage up. Ach, ich habe kein Geld. Okay, wir sammeln mal kurz ein bisschen Geld. So. Ja, genau. Zack. Ich dachte, mich kommt nicht irgendwie erst die Chest. Du hast mich nicht getroffen. Das ist Illusion. Zack, zack. Ja, du wünschst dir gerne stark zu sein, ne? Sweet! Was machst du denn hier? Hallo? Was? Ich schon wieder? Okay, Rage Man hat auf uns abgesehen. Ich frage mich, was jetzt hier vom Boss gekommen ist. Oh, ich will es gar nicht wissen. Zweimal It Lives. It Lives Double Combo. Huch, wir könnten mal unser Item hier einsetzen, bevor... Es lädt alles so schnell auf. Ja, komm. Komm doch her. Wo bist du? Ich sehe dich. Ich sehe dich. Und gemobbt. Ach so. Und wo ist jetzt der Boss? Gibt's hier nicht Bosse? Achso, das ist, um einem das Geld abzuluxen. Oder wie? Jetzt verstehe ich. Ich brauche immer noch Polyphemus. 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 Wir haben nichts zum Zocken, ne? Aber wir könnten den Contractor, wir könnten fliegen. Aber ich glaube nicht, dass Fliegen uns jetzt noch wirklich helfen wird. Von daher geben wir dafür kein Geld aus. Spannung, Spannung. Komm rein. Oh! Oh, Junge! Junge! Ja! So, Mensch, okay, wir haben viel Leben. Ups, ich laufe auch überall rein gerade. Was? Sechsmal Pin? Und sonst? Achso, okay, gut. Ah ja, Junge. Geh husten. Geh husten. Und dann dich noch. Na komm, Maga. Oh, ich mag den nicht. Gibt es eigentlich einen Boss, den ich mag? Doch, Monstro. Monstro, der allererste. Der ist schön. Der ist brav. Der macht, wie was Verbotenes kommt. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Was mache ich hier? Gibt es auch was Leichteres? Nein, muss es ja nicht. Woo, woo. Komm. So, geht doch. Wo war jetzt das Problem? Kriegt euch alle mal wieder ein. Ich brauche noch eine Batterie. Devil Deal, den wollte ich. Zwei schwarze Herzen. Cube of Meat, schick. Oh, ich habe ein Cube of Meat. Ja, yeah, beschützt mich, da könnte ich noch ein Cube of Meat kaufen. Aber das will ich nicht. Ich will... Well. Ah, falsches Item. Das, was wo Isaac draufsteht, ist... Nee, ihr wisst schon. Untainted Gain Power. Wir sind ewig untainted, gell?
Power. Coole Tränen. Sind wir untainted? Was ist tainted? Ich glaube, wenn wir roten Herzschaden haben, dann sind wir untainted. Ja, die Krone leuchtet. Hä? Was? 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 Monstro! Was soll das? Hallo? 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 Das funktioniert ja schon mal super! Wir sind nicht mehr untainted! Oh! Das Item hat uns nichts gebracht! Ah. Kommt, stirbt! Sterbt alle! Cool, cool. Ja, das ist Greed, by the way. Der ultra, super, duper, hammer Greed, der... Ach, ich weiß es nicht, ich hab's noch nie geschafft, so einen geilen Greed-Run zu kriegen, dass ich am Ende voll in die Kasse zahlen konnte, weil... Yay! Ups! Wenn wir Glück haben, hat er Pech, ne? Ja! 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 Ich mach mal kurz das hier. So, wir haben zu viel. Ah, bist du uns tot hast, Junge. Das dauert ein bisschen, das dauert ein bisschen. Ja. Ich hoffe, du droppst uns ein bisschen Geld. Ja, komm. Ah, nein, kaputt machen hier. Ach ja. Die fliegen hier. So, aufpassen, dass wir die Batterie nicht einsammeln. Ja. Genau, wir könnten echt viel mehr Damage machen. Viel mehr Damage. Ich smashe übrigens gerade den Button, das gibt einen Schock, den nehme ich auch. Ja, wir haben ihn schon echt down. Ach komm, gebt euch wegen den Schlüssel. Das macht euch da mal keine Sorgen drum. Guckt mal, wie viel Leben wir haben. Ja, du bist gierig, aber ich bin gieriger. Nein. Tja, man kann da gleich in so eine komische Bank zahlen. Ich habe da noch nicht einen Dollar drin gehabt, noch nie. Ich habe diesen Modus auch noch nie so wirklich gespielt. Ich denke, so schwer ist der gar nicht, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Jetzt Lost bist du gar nicht. Ich dachte, jetzt wird der Lost, ne? Sofort tot, aber wir haben ja auch gleich... Diese unglaublich geile Bibel gefunden. Stellt euch mal vor, wir hätten das nicht. Ja? Lebenregeneration ist immer super. Der Dark Bam oder so. Das ist der Hammer. So was braucht man. Immer. Oh nein, wir haben Schaden bekommen. Jetzt habe ich immer Angst. Wir haben da oben noch eine Batterie liegen. Wir haben sowieso noch was geladen. Gut, dass wir die Batterie-Items an sich mitgenommen haben. So, gleich ist er tot. Schön. Schöne Kombo. Also, wie ihr seht, so ein Space-Item mit diesen Dingern voll auszukosten ist halt geil. Crack Dice has appeared in the basement. Cool. 0%. Ja, ich habe 0% Greed. Boah, ich weiß nicht. Zählt das zur Winstreak, wenn man da gleich reinkommt? Kann ich dich kaputt machen? Gib mir mein Geld wieder. Na, geht nicht. Okay, der ist interessant. Ja. Okay, wir sind jetzt ein Shopkeeper. Oder einer dieser grauen Säcke, die da irgendwo in den Erinnerungen von Isaac liegen, weil wir zu gierig waren. Was ist das? Was passiert, wenn man da auch 100% hat? Fragen über Fragen und wir gucken mal, ob wir was Schönes freigeschaltet haben, weil du musst ja eigentlich was Gutes sein. Wir haben mit Lost in Greed Mode besiegt.
Komm schon, zeig mir was, Toastman. Alex Hicks, Crystal Fleming. Special thanks, ja. Unglaublich geiles Spiel, kann ich auch nur sagen. Special thanks to all those guys. Und wir haben nichts freigeschaltet. Dafür haben wir jetzt hier, wenn wir gucken, mit The Lost, wo bist du? Nicht The Lost, ist nicht The Lost. Was gewonnen und unser Rinspeak ist da. Und wir haben mit dem schon die meisten Dinger. Obwohl der, ja gut, der hat uns auch am meisten Probleme bereitet. Oh ja, das hast du. Problem kennt du. Okay, gut, in diesem Sinne, auf Wiedersehen und schöner.